und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, wir befinden uns jetzt hier wieder mal in der Nähe von der Stadt der Verdammten. Und da haben wir ja immer noch unsere Kampagne, die wir nicht beenden konnten, weil das Level einfach viel zu klein war. Ich bin mit Level, ich glaube, 31 hier drin gewesen und ja, hatte absolut keine Chance gegen die übermächtigen Gegner. Ich bin jetzt 43. Ich hoffe inständig, weil ich im Moment auch keine Zeit mehr habe, groß zu leveln. Ich hoffe inständig, dass wir jetzt tatsächlich mal weiterkommen. Können wir eigentlich... Ach, wir können auch mit dem Pferd dahin. Wir konnten mit dem Pferd dahin. Jetzt auf einmal nicht mehr. Ja, super. Ja, keine Ahnung, warum wir jetzt gerade 2 Schritte reiten konnten und danach nicht mehr. Aber wir dürfen es nicht mehr. So, das sieht hier alles, ich weiß nicht, ob gut oder schlecht aus. Ich bin mir auch ehrlich gesagt gar nicht mehr sicher, was ich jetzt eigentlich in der letzten Folge gemacht habe. Ob ich jetzt, da muss ich ja eigentlich hier rumgelaufen sein. Haben wir uns das hier angeguckt? Das kommt mir so unbekannt vor. Aber die Umgebung kommt mir schon sehr bekannt vor. Wir sind hier quasi durch das Tor der Hölle gegangen. Was ich cool finde, so wie es aussieht, sind das wohl die Gegner, die wir platt gemacht haben. Weil hier war ja eigentlich was von der Tochter des Hasses. Und das, ja, ist nicht mehr da. Also insofern ist es auf jeden Fall jetzt mal... Oh, warum ist das jetzt so groß hier? Also so weit weg. Insofern ist es auf jeden Fall jetzt mal interessant, das alles nochmal zu sehen. So, sprecht mit Donen. Frage ist, müssen wir jetzt die ganzen Leute hier auch nochmal machen, die dazwischen waren? Gepeinigte Seelen. Interagieren. Hm, anscheinend kommen jetzt hier doch neue. Bin mir nicht sicher. Die können wir auf jeden Fall neu holen. Ah ja, okay, es sind neue Gegner wieder da. Hier fehlt die nötige Essenz. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist das aber jetzt schon alleine wesentlich einfacher, als es letztes Mal war. Was aber schön ist, die Karte ist immer noch aufgedeckt. Ne? Also wir wissen genau, wo wir eigentlich hin müssen. Das heißt, wir können hier eigentlich mal... Ja, zeigt uns trotzdem den Weg nicht an. Naja, gut, okay. Hier geht die nötige Essenz. So nicht, mein Freund. So nicht. So schon mal gar nicht, ja? Ja, natürlich. Warum sollte es auch anders laufen? Fehlt die nötige Essenz. Ja, ich weiß. Dir fehlt immer irgendeine Essenz. Och, jetzt kommt da nicht noch einer von. Wollt ihr mich jetzt hier veräppeln? Wie viele denn noch? Wie viele denn noch? Eieiei. Ich habe kaum noch Essenz. Ja, das ist mir doch egal. Das ist mir doch egal. Jungs, macht ihn platt. Ich habe gar keine Jungs mehr, deswegen. So. Jetzt kann es weitergehen hier. Heieiei. Also, es fängt auf jeden Fall schon mal krass an. Ich weiß nicht, ob wir es diesmal schaffen. Aber zumindest haben wir jetzt, denke ich mal, eine etwas realistischere Chance, überhaupt irgendwie hier durchzukommen. So, das nehmen wir noch mit. Ja, natürlich kommen die Viecher jetzt hier wieder. Ich brauche mehr Essenz. Du brauchst immer mehr Essenz für alles, was du tust. Oh.
So, eigentlich wollte ich kurz auf die Karte gucken. Das Beste wäre wahrscheinlich, wenn wir uns relativ weit oben halten. Da kann man dann auf jeden Fall ganz gut rüber. So, wir sind wieder aufgeladen. Schnapp den, Jungs! Hallo, du sollst ausweichen. Feigling. So. Das können wir direkt mitnehmen. Und da ist auch nochmal Gold, was wir einsammeln können, deswegen. So, sind wir denn einigermaßen wieder hochgepusht? Okay. Den Dolch noch eben mit. Zack. Da sind wieder ein paar abscheuliche. Mir fehlt die nötige Essenz. Ich weiß. Mir fehlt immer die Essenz. Ich bin noch nicht bereit. Solltest aber bereit sein. So. Kann er sich mal ein bisschen schneller hier regenerieren, bitte? Wir brauchen jeden Einzelnen von euch. Können wir hier noch jemanden holen? Ah, das waren, glaube ich, jetzt alle. Okay. Was sagen, wann explodieren die denn? Ja, ich hoffe ja immer noch das Beste, auch wenn ich ein bisschen skeptisch bin. Aber wie gesagt, wir versuchen es auf jeden Fall. Ich habe kaum noch Essenz. Mehr Essenz. Okay. Ein bisschen haben wir noch. Seid ihr alle wieder fit? Sehr schön. Wie lange bestehen diese... Hallo, ich kann nicht schießen. Ich kann mich gar nicht bewegen gerade. Wie lange bestehen diese blöden Dinger hier eigentlich? Ich habe kaum noch Essenz. Stirb doch endlich! Mensch! Oh, kommt der jetzt her? Ich habe kaum noch Essenz. Mehr Zeit. Nein, du brauchst keine Zeit, du musst dich erstmal wieder hochholen. Die sollen sich darum kümmern. Geht doch. Mann. Also, ich habe jetzt schon keine Lust mehr weiterzulaufen, aber ich hoffe immer noch inständig, dass wir es irgendwie hinkriegen können. Eieiei. So. Also selbst mit fast dem Level, was eben angezeigt wird, was man haben muss, ist es schon
mehr als knackig aktuell. Mir fehlt die nötige Essenz. Ja, bloß nicht ausweichen, kein Thema. Ich brauche mehr Zeit. Nein, lauf mir nicht hinterher, du Idiot. Kümmert euch doch mal um den Großen und nicht um den Kleinen. Vielleicht ist es auch etwas, was ich noch nicht kenne, aber was ich ein bisschen blöd finde, dass man hier auch keine Tab-Taste oder sowas benutzen kann. Wie bei ja, so ziemlich jedem anderen Spiel, um die Gegner zu markieren. Das wäre natürlich ziemlich cool gewesen. Dann könnte ich jetzt sagen, okay, wir machen jetzt den Großen. Ihr geht jetzt alle auf die Großen. Und gut ist... Oh, Gott. Oh, Gott. Wie kann ich denn nichts machen? Nein, kümmert ihr euch um den? Okay. Oh Gott. Sind wir wieder komplett? Ja, ich glaube schon, ne? Weiter geht's. Oh, das war doch die richtig miese Stelle, die jetzt gleich kommt, meine ich, oder? Eieiei. Ihr habt euer Ziel erreicht. Habt ihr euch jetzt wieder unter Kontrolle? Der Zorn hat mich übermannt. Aber nun habe ich wieder einen klaren Kopf. Das wollen wir hoffen. Besteht eine Chance, dass Inarius Lilith finden kann? Er war hier Jahrtausende lang eingesperrt. Er kennt das Gelände besser als wir alle. Okay. So, können wir mit ihr nochmal? Ja, eigentlich haben wir mit ihr schon gesprochen, ne? Ja gut, dann sollen wir weitergehen. Ja, aber bleibt wachsam. Die Kathedrale ist im Chaos versunken. Wir sind jetzt auf uns gestellt. Bleibt zusammen und sucht diesen Turm, von dem Prava gesprochen hat. Ja, ich weiß. Und jetzt kommt, glaube ich, dieser höllische Abschnitt, der richtig mies gewesen ist. Mal schauen und hoffen, was Beste. Die nötige Essenz. Den Saphir nehmen wir noch mit. Halt sind wir. Kann ich mit dir sprechen? Eskortiert eure Verbündeten. Okay, verstehe. Leute. Kümmert euch mal um den Großen, den hasse ich wie die Pest.
Mehr hasse ich es, wenn da mehrere von kommen. Hallo? So. Und ich denke schon, warum bewegt er sich nicht? Wir müssen aber nach rechts oben. Wieso kommen die nicht mit? Hallo, Verbündete. Kommt hier. So, es tut mir leid, dass ich jetzt auch wieder so wenig rede, aber ich bin mich hier echt am Konzentrieren gerade. Ich habe kaum noch Essenz. Ja, ist ja gut. Gerade, da kommt was rausgeschossen, okay. Verletzt sind wir im Moment nicht. Besudelter Succubus. Ich schaue mir im Moment aktuell Lost Girl an. Da muss ich immer dran denken, wenn irgendwo Succubus steht. Ah, jetzt laufen sie nach oben. Sehr schön. Was, was, was? Von da oben! Das Bollwerk zu errichten. Fifth Solar. Besiegt die Angreifer. Oh, jetzt kann ich nicht da hochgehen, oder was? Oder doch? Ach, die beschützen sich und ich muss jetzt da oben. Ah, okay. Denke ich, hoffe ich. Aber da ist ein Boss bei. Ich habe jetzt schon etwas Panik. Ich hatte nichts zum Heilen jetzt da unten, oder? Scheiße. Gut. Greift mal an, Jungs. Leider auch nichts zum Heilen. Ja, ihr sollt nicht zu mir kommen. Ich gucke nur, ob hier was zum Heilen drin ist. Leute. Kümmert euch mal um den Boss da. Ach so. Da müssen wir wahrscheinlich erst die Erz wecken. Guck mich mal an. Ja, ja, das die Seelen verbunden. Das Gleichgewicht in der Hölle wird sich verschieben. Ich habe keine Essenz mehr. Was war das? Wo ist die hin? Das ist noch nicht das Ende. Ich werde euer Leiden in die Länge ziehen. Hä? Wo ist sie jetzt hin? Keine Ahnung. Ich denke mal, dass wir aber hier oben weitergehen müssen, weil die nämlich jetzt auf der anderen Seite rumlaufen. Heilung, Heilung, Heilung. Sehr schön. Da können wir nichts mehr machen. Da auch nicht. Okay. Jungs. Es überrascht mich, dass ihr noch die Worte für das Bollwerk kennt. Ich habe euch diesen Zauber beigebracht. Tani Sabteile Kitas. Okay. Kommt mit mir.
mehr von diesem verdammten Höllenfeuer. Ich mache den Weg frei. Tani Subteile Kiddos. Hört meinen Ruf, Karum! Ja, so viel dann zu, sie macht den Weg voll. Mir fehlt die nötige Essenz. Nein, kümmert euch um den, kümmert euch um den. Zieht der mich jetzt immer weg, oder was? Die Dämonin, die Brücke zerstört hat. Das war die, die uns gejagt hat. Ja, ich dachte, sie hat jetzt die Brücke zerstört. Aber okay, dann war sie es nicht. Dann müssen wir jetzt nach da oben... Kommt mit, Jungs, ich möchte hier nicht alleine rumlaufen. Oh, hab ich mich jetzt erschrocken. Anvisieren ist das generell ein bisschen blöd manchmal, weil man guckt dann wirklich in die Richtung, wo man eigentlich hinschießen will, aber irgendwie schießt du dann doch direkt dran vorbei am Ziel. Das ist manchmal ein bisschen nervig. Okay, oh. Wir können uns ja heilen, das ist kein gutes Zeichen. Oh mein Gott. Okay, wie viel haben wir eigentlich? Fähigkeiten haben wir keine neuen mehr, aber wir haben auch nicht mehr viel Platz. Das ist natürlich blöd. Mal schauen. Kann der da draußen mal aufhören zu hupen? Sonst werfe ich gleich einen Controller aus dem Fenster. Nein, natürlich nicht. Oh, besiegt die Dämonen. Okay. Du sollst in die Barriere kommen, du Idiot. Hallo, geht es noch? Ninja, Pest des Hasses, okay. Wohin? Jetzt schon wieder hin. Moment. Kopfsensen. Unter die Barriere. Ja, wo bist du denn? Da. Nicht Dämon. Eieiei. Komm schon, Jungs.
Geht doch. Geht doch. Mann, 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 Mann. Folgt Lorat, okay. Und nun? Achso, sprecht mit ihm. Ihr wisst durchaus mit Verantwortung umzugehen, Donen. Ich verstehe, weshalb ihr ins Kostlin das Sagen hattet. War das ein Kompliment? Jemand muss das aufschreiben. Diesen Augenblick festhalten. Es ist ja nicht so, dass es das erste wäre. Da war ja noch das andere Mal. Oh ja. Ich... die Erde bewegt sich. Nee, schon wieder. Macht euch bereit. Den könnt ihr machen, Jungs. Los. Ach, Schafer, die Verseuchte. Hallo, ich kann schießen. Das ist ja wie ein... Oh, fuck. Oh, fuck, das ist ja wie ein Weltboss. Hallo? Ja, wie denn? Wie denn? Hallo, ich kann nicht schießen. Ja, natürlich hau ich genau dann ab. Schnappt sie euch, Jungs. Ich kann's grad nicht. Au! Hallo? Ich darf gar keinen Schaden abbekommen in dieser Gestalt. Willst du mich veräppeln? Ich krieg so gar keine Heilung, ey. Das ist doch nicht normal. Ich habe nicht einmal Heilung bekommen. Wollt ihr mich hier verarschen? Bin ich ausgewichen und nichts passiert? Oh. Hallo, ich kann mich nicht bewegen. Ich bin völlig am Arsch, weil ich habe keine Heilung, kein Nix. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie ich die kriege. Ich krieg nicht ein einziges Mal bekomme ich Heilung. Das ist doch nicht normal. Verdammt aufpassen hier. Oh, Leute. Mann, warum greifen die da nicht an? Ja, nach dem Verlies warten wir noch im Gewölbe der Verlassenen. Und dummerweise gab es ein kleines Problem mit der Aufnahme, dass
lag dann allerdings, kann man mir ganz ehrlich sagen, Nutzer. Ich hatte nämlich immer weiter auf die Taste gedrückt, so wie es passiert. Leider nicht in dem Moment überprüft. Könnt ihr die nicht für mich umbringen? Dann hatten wir einen kurzen Cut gemacht. Vor allem das meiste Vollidioten hier, ne? Meine Sklaven, unser Inventar, so wieder leer gemacht. Dass die nicht wenigstens wieder reingekreist. Und da habe ich dann die richtige Taste gedrückt. Und bevor ich euch das jetzt antue, so ein halbes Verlies zu sehen, werde ich euch zumindest noch den Endboss eben davon zeigen und wie ich letztendlich den Level 40 erreicht habe. Viel Spaß beim Boss. Masche, Masche, Masche. Oh, ich wusste, dass das... Ich kann doch nicht so schnell laufen. Das kommt ja auch noch hinzu. Ja, und wenn du schießt, ist er auch direkt wieder weg. Das ist auch wieder so eine Sache. Jetzt auch wieder. Weil ich geschossen habe, ist er weg. Angriff! Nein! So nicht! So nicht, du blöde Kuh! So nicht! Boah, natürlich! Natürlich! Sind voll. Nein! Das auch noch! Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann! Und der will jetzt locker weitergehen, nehme ich mal an, oder? Was ist der denn jetzt? Der läuft jetzt hier rechts rum, oder? Hä, ich kann ihn gar nicht auf der Übersicht sehen, na toll. Ich schau mal eben, kann ich hier irgendwas fallen lassen? Quest abgeschlossen, jenseits der Trostlosigkeit. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich nehme das jetzt erstmal. Ich weiß nicht, ob das besser ist. Moment, er läuft jetzt hier oben hin. Weil wegen einer Sache weiß ich jetzt nicht, ob ich jetzt nochmal zurückgehen will. Oh Gott. Wo ist er? Da. Bei allem was. Lorat, seid ihr... Ich verschnaufe nur eben. Ich sehe den Turm vor uns. Kommt schon. Ich sehe den Turm nicht, aber ich denke mal, dass das wahrscheinlich noch eine Weile dauern wird. Dann würde ich sagen, dass wir hier am besten erstmal einen kleinen Cut machen. Oh, wenn ihr jetzt wüsstet, wie meine Hände hier gerade am Zittern sind. Aber ich muss dazu sagen, ich bin wesentlich besser durchgekommen als mit, ich weiß nicht, 12 Level drunter oder so. Oh Gott, also bin ich ja wirklich nur noch geschnetzelt worden von den Gegnern. Ja, ich brauche kurz einen Schluck zu trinken und eine kleine Atempause. Wir machen hier einen kleinen Cut und sehen den Rest dann in der nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.